Vor 3 Tagen ist ja Christoph Fliegensiefen gestorben. Wir trinken auf ihn. Wir trinken auf ihn. Großartiger Mann. Er möchte sich nämlich ja nicht langweilen, also. Der ja nun, wenn ich das richtig gesehen habe, ein begnadeter Schalk war, der alles durcheinander brachte. Also der keine Grenzen kannte, keine Kategorien kannte zwischen Gespräch, Performance, Theater, Kunst und warf alles auf den Haufen und machte was Neues draus. Thomas Schönauer ist ja wesentlich formbewusster und formwilliger. Und ich wollte ja über die Oberfläche sprechen. Also diese Spannung zwischen der Oberfläche und der Form. Einerseits ist die Oberfläche fast alles und dann gibt es noch eine Form dazu. Wie kommt die Oberfläche zu der Form? Also jetzt bin ich erstmal nochmal bei Schlingen. Ja. Ich denke mal, dass er aus dem geistigen Prozess und aus der Performance kommt und Musik, Theater, Oper, aber auch seine politische, sehr ausgearbeitete Einstellung ist eine völlig andere Kunstform, die er materiallos arbeiten kann und auch sich so äußert. Und auch eher die Auflösung von Form bedeutet. Ja, ich glaube, wobei man, wenn man das so sieht, dieses Projekt, was er da in Burkina Faso aufbaut, da geht er mit Form schon wieder ganz anders um. Also da fängt er an, in die Architektur hineinzugehen, die Ausdruck einer gewissen Geisteshaltung sein soll, nehme ich mal an. Ich habe mich nie mit ihm darüber unterhalten, hätte ich natürlich sehr gerne, weil das, wer macht schon in Burkina Faso ein Opernprojekt? Aber da geht er sehr stark in eine Expression von Gesamtform und ist schon ein Bruch, wie ich finde, zu seinen anderen Dingen. Ich meine, die Container in Wien mit, glaube ich, der Aufschrift Ausländer raus, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, da hat er eine Materialwahl aus dem technischen täglichen Gebrauch genommen, ganz einfach, um auch die Banalität dieser Entscheidung der österreichischen Regierung zu symbolisieren. Zu der Oberfläche und der Form bei meinen Arbeiten, ich denke mal, da soll es jetzt auch drum gehen. Das Thema unseres Gesprächs, ja. Ist ja sehr ambivalent. Also in der Entwicklung meiner Arbeit. Es geht ja auch um Farbe, die Farben, das ist ja die Oberfläche. Es gibt ja chemische, industrielle Farben, die besonders aufgetragen werden. Und es gibt natürlich die Formen, die man ja noch sieht. Und die Formen werden ja ins Spiel gebracht. Und wie operiert eigentlich diese Oberfläche mit den Formen? Die Auflösung der Form, die Bewaltung der Form. Ja, da wollte ich gerade ansetzen, in der Entwicklung meiner Arbeit. Weil die hat sich sehr, sehr unterschiedlich entwickelt. Mhm. Also das Verhältnis von der sogenannten Oberfläche und der sogenannten Form. Ich bin ein Mann des Raumes und der Raum wird sehr unterschiedlich definiert in meinen Arbeiten. Früher war er mehr statisch in säulenhaften, dreidimensionalen Räumen, die zueinander in eine fast architektonische Ordnung gebracht wurden. Figur im Raum? Ja, immateriell miteinander verbunden. Wo ich aber noch mit der natürlichen Farbe des Materials gearbeitet habe und man eigentlich sehr schnell erkennen konnte, und eine komplette Assoziationskette dem Betrachter klar war. Vielleicht nicht klar, aber sie da war. Das fand ich nicht mehr so spannend, weil zu stark die Verbindung der Form zur Oberfläche viel zu stark war. Dann kam dann der Schritt, der mich eine große, sagen wir mal, Überwindung ist ein falsches Wort, aber Mut auch gekostet hat, die Materialität des Trägers, der verwendeten, genau, für die verwendete Form, zu verfremden, indem ich aus
wirklich nur aus Gefühlen heraus eine Farbzuordnung zu der Form gemacht habe. Das heißt also, die Oberfläche ist dann eigentlich ein emotionaler Akt zu einer strengen, komponierten Form. Mhm. Das verstehen viele Leute nicht und erkläre das oft auch gar nicht, aber das hat oft überhaupt keinen Zusammenhang, den man denkt, sehen zu müssen. Keine Symbolik, keine Konnotation. Das passt genau dazu, völliger Unsinn. Das ist einfach ein Gefühl gewesen während des Prozesses und ich denke, das passt für mich ganz gut. Also eine Farbsensibilität, die für diesen Formträger in der Kombination zu anderen ein Kitzel, ein Reiz hervorruft. Ja, oder eben genau dagegen geht. Mhm. Nicht? Also wirklich opponiert. Mhm. Also es gibt ja Farben, die passen überhaupt nicht dazu, weil ich das einfach so gefühlt habe, dass die Skulptur eigentlich im Ansatz auch so ist, dass sie gar nicht zu sich passt. Wir haben ja heute ein Beispiel, finde ich, vor Augen, wo wir ja immer die antike Skulptur als weiße Marmorskulptur kennengelernt haben oder vielleicht als Bronze, wo es überhaupt keine Farbe gab. Jetzt hat man herausgefunden, dass die horrorbunt waren. Es gibt ja Beispiele jetzt, wo ganze Marmorskulpturen, antike Marmorskulpturen in Farbe wir sehen können, die ja erstmal fremd wirken, um es mal freundlich zu sagen. Wo die Farbe diesen schönen Glanz, den wir alle kennen, edle Einfall, stille Größe, nicht mehr so zeigt. Und irgendwie finde ich das hier auch. Also dieser Verstoß praktisch, das schöne Material und jetzt kommt er mit seiner Farbe. Ja, ich bin ein Mann des Raumes, wie ich sagte, und Farbe erzeugt Raum. Also die nie weiß gewesene antike Skulptur hat natürlich wesentlich weniger Räumlichkeit als die dann wirklich farbrekonstruierte Skulptur. Das ist auch wunderbar, ich würde das überhaupt nicht als horrormäßig bezeichnen, sondern wurde aufgedeckt, übrigens von meinem Cousin, der... Deswegen komme ich auch. Nicht? Ich habe diesen Prozess lange begleitet, aber still begleitet und beobachtend begleitet. Vielleicht bin ich deswegen auch zur Farbe gekommen, letzten Endes. Das ist eine völlig neue Dimension einer Räumlichkeit in der Skulptur. Und das ist hochspannend. Es ist ja auch in einer gewissen Weise attraktiver. Ja, das ist ja immer wieder eine Frage, was ist attraktiv? Das finde ich sehr subjektiv. Naja, Farben, der Begriff attraktiv. Farben, ja, aber wie du ja, oder wie Sie ja eben sagten, das ist ja Horror. Für viele ist es Horror. Also die jetzt in der Ästhetik des Beginn des 20. Jahrhunderts denken, ist das einfach unerträglich. Ja. Ja, also weshalb fahren fast alle Menschen in grauen, weißen oder schwarzen Wagen? Mhm. Also Farbe ist nicht angesagt. Mhm. Und das ist natürlich ein Diktat. Dagegen bin ich eigentlich ganz gerne angetreten, gegen das Diktat der Unbuntheit. Mhm. Mhm.